Jo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen FLIFE Universe Video. Heute reden wir über die aktuellen Entwicklungen auf FEC. Das letzte Video ist ja schon wieder ein bisschen her. Was ist so passiert? Was ist die aktuelle Lage? Wie sind die Pläne? Wie geht's weiter? Und vieles mehr. Wie ihr offensichtlich sehen könnt, bin ich in Astria angekommen. Gab es ja auch schon ein paar Videos, die mehr oder weniger so betitelt waren. Und ja. Der Hardgrind läuft. So langsam muss ich mich auch ein bisschen beeilen, weil hab ich auch schon im letzten Video gesagt, dass ich mir diese Pay-to-Win-Flask, wie ich sie gerne nenne, gekauft habe. Oder ich weiß gar nicht, heißt die überhaupt Flask? Ja, die heißt tatsächlich sogar Flask. Ja, manche Dinger heißen ja auch Elixier. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall, wobei die Free-to-Play-Dinger heißen, glaube ich, Elixier. Aber ist ja auch egal. Auf jeden Fall, worauf ich hinaus will, ist, die läuft jetzt nur noch 15 Tage tatsächlich und ich hatte eigentlich vor damit, offensichtlich nicht alle meine Leecher in 30 Tagen auf 140 zu bringen. Ja, aber zumindest mein Elementor natürlich. Ist ja ganz klar. Und ich habe jetzt noch 15 Tage und mein aktuelles Tagesziel ist, jeden Tag ein Level-Up mit den Leechern und jeden Tag ein Level-Up mit dem Elementor. Ist nicht wirklich schwierig. Es ist auch eigentlich nur so wirklich so ein Mindestziel, dass wenn ich irgendwie nochmal was anderes mache, dass ich das halt irgendwie nicht so aus den Augen verliere. Wenn ich jetzt, keine Ahnung, mal angenommen, ich mache jetzt irgendwie Clockworks oder Meteor oder sonst irgendwas. Nicht, dass ich dann quasi mich zu sehr verleiten lasse, irgendwas anderes zu machen und dann an dem Tag quasi nicht mal ein Level abschaffe. Das wäre katastrophal. Ja, also in der Regel sind zwei Level-Ups, zumindest am Wochenende eigentlich easy drin, mit allen Charaktern, Leecher und Leveler. Heute war es tatsächlich nicht so, weil doch mein Leveler hatte, glaube ich, doch mein Elementor hatte, glaube ich, heute sogar zwei Level-Ups, wenn mich nicht alles täuscht. Mein Leecher tatsächlich nicht. Aber fast. Also heute war eigentlich ein guter Tag, würde ich sagen, so was Grind angeht. Aber auch nicht ultra lang deswegen gespielt. Es war einfach ein, ja, guter Grind. Und ja, das ist so das aktuelle Ziel. Aber wer jetzt rechnen kann, 15 Tage, jeden Tag ein Level, das würde bedeuten, ich schaffe nicht mal 140 mit dem Elementor, während noch diese Pay-to-Win-Flask, die mich auch sehr viel Geld gekostet hat, läuft. Und das wäre natürlich grundsätzlich nicht so gut. Und deswegen, ja, habe ich halt heute zum Beispiel mehr als ein Level gemacht. Und bis ich 130 bin, denke ich mal, ist es auch realistisch, dass man das noch ein, zweimal auf jeden Fall öfter macht. Dass sich das vielleicht ungefähr ausgeht. Ich sag mal so, wenn ich nicht wirklich 140 erreiche, ist auch nicht so schlimm, ist auch kein Weltuntergang. Wäre aber schon ein bisschen ärgerlich, zugegebenermaßen. Es wäre durchaus eher ärgerlich, weil ich dann halt echt nicht so viel gespielt habe eigentlich. Deswegen will ich mich da auf jeden Fall noch ein bisschen zusammenreißen. Also das ist so das Ziel auf jeden Fall in den nächsten 2 Wochen, dann langsam mal Richtung Max-Level hier zu pushen. Ich habe auch gesagt, jetzt im Stream schon öfter, so den Juni hätte ich persönlich, ja, ich meine, kann jeder machen, was er will, keine Frage, aber ich persönlich hätte mich jetzt im Juni noch mehr auf eben Grind fokussiert. Ich meine, meine Flask läuft auch noch bis Ende Juni im Endeffekt, diese 15 Tage. Also da hätte ich mich jetzt noch wirklich auf Hardcore leveln, Geld verdienen, Sachen anhäufen, seien es Power-Ups aus den Dailies, generell alles einfach anhäufen, Level, Equipment, Power-Ups, whatever. Und dann so ab Juli sich so langsam auf die Dungeons fokussieren, weil man hat ja auch nicht ultra viel Zeit. Mein Gut, das sind nur noch über 2 Monate. Wenn man dann täglich Dungeons farmt, sollte das eigentlich reichen, dass man da dann noch, ja, in Anführungszeichen, genug abbekommt. Ich glaube, das Schmuckste ist für viele gar keine wirkliche Priorität. Deswegen muss man die Dungeons deswegen vielleicht gar nicht unbedingt farmen. Also mal schauen, wie es läuft einfach. Problem wird da jetzt sein, immer einen Tank zu finden. Genau das gleiche wie auf Boruding. Vorteil ist jetzt auf dem Server, ich habe jetzt einen Knight auf 105. Ja, wenn ich jetzt noch den ganzen Juni weiterlevel, sollte der eigentlich 121 auf jeden Fall erreichen können. Und dann könnte ich den halt natürlich auch einfach zum Tank machen. Das heißt, das Problem ist dann hoffentlich vielleicht kein Problem mehr. Müsste dann halt aber natürlich trotzdem ein bisschen Equipment für den Run schaffen. Aber Night Equipment ist ja glücklicherweise, abgesehen vom Coentos Set, in der Regel relativ günstig. Aber ja, Juni grinden und Geld verdienen. Das zweite ist, wofür gebe ich mein ganzes Geld aus? Weil der ein oder andere fragt sich jetzt vielleicht auch wieder, warum laufe ich Déjà-vu, by the way, mit 123 Elementor immer noch mit einem AG-Stick, Stuff, meine ich, rum. Und ja, es ist tatsächlich ein totales Déjà-vu von meinem ersten Elementor auf Boruding. Und zwar habe ich mit dem bis 134, glaube ich, mit AG-Stuff gespielt, weil mir damals einfach die Bloody-Waffen zu teuer waren. Bis ich dann diesen Ultraschnapper mit meinem Bloody-Wand mit 19% Poison Cloud gemacht habe. Wo den jemand ja irgendwie für 400 Mio verkauft hat, was einfach viel zu günstig war. Er war Minimum, und damals waren 600 Mio deutlich mehr, als es jetzt sind. Der war Minimum 600 wert, eher so vielleicht sogar so 650, 700 damals. Also er hat dann einfach komplett unter Wert verkauft, also viel zu günstig.
Und so bin ich damals an meinen ersten Bloody Stuff gekommen. Es war einfach Glück, kann man sagen. Und habe aber bis zu dem Zeitpunkt auch mit AG Stuff bis eben, wie gesagt, in die hohen 100 oder in die 130er Level reingespielt. Und ich hätte auch kein Problem gehabt, damit 140 zu machen, weil ganz ehrlich, ich fand den Unterschied zwischen AG Stuff und Bloody Stuff ehrlich gesagt mehr als enttäuschend. Weil das Einzige, was sich wirklich ändert, ist, dass man sich halt mit jedem Hit irgendwie heilt, also vor allem Poison Cloud, ist halt dieses Ongoing Healing, was natürlich cool ist, weil dann kann man eigentlich auf Fooden in der Regel eher verzichten, weil man einfach permanent diese Heilung nachbekommt. Also, wenn man jetzt irgendwie komplett low gehauen wurde von einem Monster, dann doch lieber mal Fooden. Aber so grundsätzlich ist es natürlich eher so, dass man dann auf Fooden tatsächlich größtenteils zumindest oder mehr oder weniger regelmäßig verzichten kann. Und das ist schon nicht schlecht, aber ansonsten Damage-mäßig und Cast-Time-mäßig, ja, es sind wieder 5% Cast-Time. Aber ich fand es damals nicht wirklich, dass man das stark gemerkt hat. Und es war so ein klassisches Equipment-Upgrade, wo ich persönlich einfach eher enttäuscht war. Das Einzige, was da wirklich sich verändert hat, war der Poison Cloud Damage, was natürlich extrem wichtig ist, was der wichtigste Skill ist als Elementor. Aber abgesehen davon hat sich eigentlich wirklich nicht viel getan. Und genau, deswegen. Also gefühlsmäßig, ich meine, ich habe es natürlich ausprobiert, ich habe ein Video drüber gemacht und die beiden verglichen. Man hat mal schon die Unterschiede gesehen, deutlich. Vor allem dann, wenn man das Ganze noch mit Power-Ups multipliziert hat, diese Damage-Unterschiede und so. Aber ja, gefühlsmäßig war da jetzt nicht so ein gigantischer Unterschied. Und genau, deswegen habe ich jetzt kein Problem damit, noch weiter zu leveln. Momentan ist ja das gleiche wie damals auf Borodin. Mir sind Bloody Stuff, Bloody Waffen einfach zu teuer. Genau wie AG Stick, auch genau wie auf Borodin. AG Stick kostet immer noch so 200-300 Mio. Clean und wäre zwar nice für meine M, also der trägt tatsächlich gar keinen Stick. Also meine M hat einfach einen Klarfahren-Stick, also der trägt quasi einen Skin als Stick sozusagen, der hat einfach gar keine Effekte. Habe ich aber auch kein riesiges Problem mit. Einfach weil ich heal mich eh nicht mit dem M. Und klar, diese 15 Int für bessere Buffs wären auch nicht schlecht, aber ich meine, das Maximale, was dabei rauskommt, wäre eine Stufe bessere Buffs. Was natürlich nicht schlecht wäre, aber auch das ist kein Weltuntergang. Und ja, momentan ist es einfach so, dass die Inflation täglich voranschreitet. Es wird jeden Tag schlimmer mit den Preisen. Und das heißt, man kann einfach sagen, okay, wenn der AG-Stick sich im Preis nicht großartig verändert, dann kaufe ich mir den einfach in 2 Wochen für 200 Mio. Jetzt sind 200 Mio fast 9A-Products oder 8A-Products. Und in 2 Wochen sind 200 Mio vielleicht noch 3A-Products. S-Products meine ich, Entschuldigung. S-Products. Und das heißt, ja, dann kaufe ich ihn jetzt einfach nicht, warte einfach noch 2 Wochen und kaufe ihn mir dann im Verhältnis zu, also jetzt mal übertrieben gesagt, ich meine, ich habe keine Ahnung, was in 2 Wochen abgeht. Aber nur vom Prinzip her halt, kaufe ich ihn mir dann halt für die Hälfte des Preises sozusagen. Er wird auch 200 Mio kosten, aber effektiv werden dann 200 Mio und nicht mehr 200 Mio sein. Zumindest nicht das, was jetzt 200 Mio sind, wenn ihr versteht, was ich meine. Und beim Bloody Stuff ist es im Endeffekt genauso. Die Bloody Waffen werden tatsächlich leicht günstiger. Nicht extrem, aber Bloody Stuff findet man mittlerweile schon für unter 600 Mio, was auf jeden Fall günstiger geworden ist. Auch da einfach abwarten. Was ich so gehört habe, Doppel-Drop-Waffen beim Red Meteor ist jetzt nicht häufig, aber kann passieren. Das ist sowas, ist ja auf Borodin quasi undenkbar. Zwei Bloody-Waffen in einem Run, das ist ein Tag, an dem man sich noch lange erinnern wird auf Borodin. Aber hier ist das wahrscheinlich nicht sehr selten. Und von dem her heißt es einfach nur abwarten und Tee trinken und die Waffen werden von alleine durchaus deutlich günstiger werden. Vor allem, da ja auch extrem viel gecraftet wird. Die allermeisten Leute craften sich die Waffen sowieso selber. Das heißt, die Waffen, die gedroppt werden, kommen wirklich auch auf den Markt. Ja, weil die meisten Leute, die farmen, haben eh schon ihre Bloody-Waffe. Also es ist eigentlich wirklich einfach nur abwarten angesagt, was das angeht. Und genau, also so viel in dem Teil. Und wie es mit FEC Golden und so aussieht, ich meine, gut, 135er Set kann ich ja eh noch nicht tragen, darüber habe ich mich noch gar keine Gedanken gemacht. Ich hoffe, in den Tower Dailies kann man ja 135er Set-Teile droppen. Hatte ich heute tatsächlich einen Drop. Ich hoffe einfach, dass ich da das Set irgendwie zusammengedroppt bekomme, wobei Elementor dürfte eh nicht viel kosten, vor allem nicht, wenn ich 135 bin. Würde jetzt doch noch eine Weile dauern. Ja, kriegst du das wahrscheinlich auch wieder geschenkt für 20, 30 Mio oder so. Also geschenkt in Anführungszeichen. Von dem her brauche ich da jetzt auch nicht so viel vorbereiten. Das heißt, mein Hauptziel momentan auf FEC ist einfach noch so viele Protects wie möglich anzusammeln. Hauptsächlich S-Protect. G-Protect nicht wirklich viele, weil Sockeln ist verhältnismäßig einfach. Die ersten beiden Sockel haben beide 100%. Und ja, gut, die Sockel danach sind natürlich trotzdem noch ein kleines bisschen schwieriger.
Aber verhältnismäßig ist Socken hier so einfach. Da habe ich einfach keine wirkliche Priorität drauf. Schmuck kümmere ich mich tatsächlich auch überhaupt nicht drum. Also ich bin mir noch nicht hundertprozentig sicher, was ich in dem Bereich so machen will. Momentan bin ich ein bisschen blind, einfach auf S-Product-Jagd. Ich komme mir jeden Tag für mein gesamtes Geld eigentlich vorzugsweise S-Product, außer ich finde mal günstige G-Product. A-Product habe ich noch nie günstiger gesehen, um ehrlich zu sein. Deswegen habe ich noch nie A-Products, glaube ich, gekauft auf dem Server. Würde ich machen, wenn ich mal günstige finden würde. Aber das passiert nicht. Weil die meisten Leute geiern tatsächlich eher auf A-Product, mittlerweile zumindest. Die wenigsten geiern auf G-Product. Die meisten geiern auf A-Product und direkt danach S-Product. Also ich bin da eher der S-Product-Geierer. Und müsste mir eigentlich mittlerweile, also ich habe jetzt ungebunden über 200 S-Product angesammelt. Und gebunden müssten es eigentlich nochmal so 50 sein. Also das heißt, wir bewegen uns langsam in Richtung 300 S-Product auf dem FEC-Server hin. Und damit müsste mir eigentlich schon eine goldene Waffe und ein goldenes Set mehr oder weniger garantiert sein. Einfach weil plus minus das ziemlich genau reichen müsste, wenn du ungefähr im Schnitt liegst, dass dann eben alles plus 10 wird. Vor allem startet man hier, anders als auf Burodeng, bei mindestens plus 6. Wenn die Power Dice Materialienpreise weiter unten bleiben oder noch weiter sinken, dann easy plus 7. Also bis ich mal zum Upgraden komme, auf jeden Fall plus 7. Viele Leute machen jetzt schon plus 7 mit S-Product Low. Und also das sollte dann auf jeden Fall klappen. Und ja, so ist einfach der momentane Stand der Dinge. Also noch Fokus auf Grind, wahrscheinlich noch den gesamten Juni. Und dann ab Juli eher sich Richtung Dungeons lehnen, wahrscheinlich. Aber ja, also meinen eigenen Knight, wie ich den ausrüste, muss ich halt auch mal gucken. Auch das ist natürlich stark davon abhängig, wie einfach die Red Meteor Preise sich entwickeln. Ich vermute mal, Kroentos wird recht teuer bleiben, weil viele Leute sich wahrscheinlich einen Tank machen werden wollen, wie auch immer. Aber wie gesagt, mit der generellen Inflation, die auf dem Server herrscht und weiterhin voranschreitet und wahrscheinlich auch so schnell kein totales Ende nimmt, also die wird wahrscheinlich gar nicht enden, die wird immer ein bisschen weiter kriechen, werde ich halt wahrscheinlich einfach jetzt lieber mal abwarten und gucken, wie sie es entwickelt, währenddessen weiter Products ansammeln und mich jetzt noch nicht allzu sehr stressen mit dem Equipment, das kommt dann schon von alleine. Und wenn man es wirklich mal drauf anlegt und ein paar Tage sein gesamtes Geld spart, dann wird man sich schon equipment-technisch ein bisschen was besorgen können. Ich meine, der Vergleich hinkt natürlich extrem, aber wenn man sich das einfach mal reinzieht, der Vergleich hier zu Burodeng, damals als auf Burodeng Cleaner Bloody Bow 700 Mio gekostet hat, Cleaner Bloody Stuff, keine Ahnung, 500, also ganz am Anfang meine ich jetzt, so wo die Preise wirklich so exorbitant krank waren. Zugegeben, teilweise vielleicht auch ein bisschen gerechtfertigt, aber ist ja egal. Da hätte man, keine Ahnung, was habe ich da am Tag verdient? 100, vielleicht 120 Mio, wenn ich viel gespielt habe. Da hätte ich, sag ich mal, mindestens 5 Tage grinden müssen für eine Bloody-Waffe. Vielleicht sogar mehr. Und hier sind es aktuell, wenn es hochkommt, 3. Und wenn ich wirklich viel spiele, mache ich eigentlich Minimum 200 Mio am Tag. Oder was heißt viel Spiel? Also viel in, für meine Verhältnisse, also 5-6 Stunden quasi. Locker 200 Mio. Das heißt, eigentlich kannst du es in 2 Tagen schaffen. Plus, minus, wenn du halt noch ein paar gute Drops hast, ein paar Lightning-Karten 4, mehr Drops, ein bisschen Glück hast beim Diamond-Craften und dann hast du es, ja. Wenn du halt ein bisschen Pech hast, dann sind es halt eher 2,5 bis 3 Tage. Aber trotzdem, also ich meine, es sind Tage Unterschied, also stundenlanges Grinden, zig stundenlanges Grinden, also 10 plus Stunden Grinden, Unterschied. Und ich meine, klar, du droppst ja auch viel mehr, aber das ist eigentlich das Nice an dem Server, weil sich nicht alles so verhält, wie man es jetzt erwarten würde. So einfach alles mal 2 nehmen von einem normalen Server und so. Funktioniert halt hier irgendwie doch nicht so ganz. Ich meine, alleine wenn man sich den Cash-Kurs anguckt, wir sind bei 300 Mio seit heute ungefähr. Plus minus ist jetzt der akzeptierte Preis eigentlich und das wird wahrscheinlich weiter steigen. Und ja, ich meine, so krass sind die Cash-Kurse auf den anderen Servern nicht gewesen. Und bei vielen anderen Sachen ist es auch so. Teilweise ja, du kannst einfach die normalen Server nehmen und so ungefähr mal 2 rechnen und dann bist du so ungefähr hier. Aber eigentlich nicht. Wobei, eigentlich müsste man mal 3 rechnen, aber ach, also ist es eh. Der Server entwickelt sich doch ein bisschen anders, als der ein oder andere wahrscheinlich erwartet hat. Und teilweise hat das eben Vorteile, wie zum Beispiel das Bloody Waffen innerhalb von, ich meine, theoretisch kannst du es dir an einem Tag farmen. Ich meine, gut, musst du schon sehr viel spielen, wie gesagt, über 10 Stunden auf jeden Fall, also auf dem FEC-Server meine ich jetzt.
Aber du kannst dir eine Bloody-Waffe innerhalb von einem Tag durch Monster-Drops, durch normale Monster-Drops, keine Boss-Monster, durch normale Monster-Drops, keine Giants, einfach nur durch stinknormale Monster abklarfahren, sag ich mal, kannst du dir das an einem Tag ergrinden. Wie gesagt, safe über 10 Stunden, keine Frage, aber ist möglich. Und ich meine, wenn du das jemandem auf Boden gesagt hättest, als Bloody-Waffen 700 Mio plus gekostet haben und du sagst dem, Alter, 10 Stunden grinden, 12 Stunden grinden und du hast eine Bloody-Waffe, nein. Außer du hättest sie gecraftet und hättest Glück gehabt beim Craften. Aber ansonsten, probably nicht, nein. Also, gut, Level-Service vielleicht, ja gut, wäre jetzt so eine Ausnahme davon, aber jetzt einfach nur durch normales Monster töten, keine Chance. Und ja, das alles, wie gesagt, sorgt dafür, dass ich momentan einfach noch abwarte, wie sich das jetzt weiterentwickelt. Ich meine, es könnte auch nach hinten losgehen, theoretisch. Es könnten Bloody-Waffen extrem im Preis explodieren, wenn jetzt irgendwie eine neue Welle von Spielern kommt, die irgendwie gerade im 100- bis 120er-Bereich noch sind, also noch nicht ganz Bloody-Ready. Also ja, ich meine, es gibt ein paar Variablen, die man nicht kennen kann, sage ich mal. Also es könnten Dinge passieren, die außerhalb meines Wissens und meiner Macht liegen, sozusagen. Aber gut, ich meine, kann halt in beide Richtungen funktionieren. Ich meine, du kannst abwarten, die Preise gehen runter, dort wo du willst, dass sie runtergehen. Und die Preise geht hoch, dort wo du erwartet hast, dass sie hochgehen, wie zum Beispiel Prolex und F-Coin. Deswegen jeden Tag so viel kaufen wie möglich, weil am nächsten Tag wird es teurer sein. Also das ist einfach das, was ich momentan rechne. Und klar, das kann irgendwann sich drehen und irgendwann kann das nach hinten losgehen, dass ich dann halt plötzlich vor dem Ding hocke, dass dann sich das ganz anders entwickelt hat. Aber wenn das wirklich passiert, na gut, dann habe ich mich halt verzockt. Aber verzockt und kann meine Tränen mit S-Products abwischen und das finde ich nicht ganz so schlimm, muss ich sagen. Und genau. Also insgesamt sehr positiv, wie sich alles entwickelt. Es macht auch deutlich mehr Spaß. Einziges Ding, was ich bemängeln muss, und das, ja, zieht die Streams manchmal ein bisschen runter, ich weiß. Aber es ist auch einfach nervig. Größtenteils. Es gibt natürlich Sachen, die sich verbessert haben. Aber ich meine, meinen letzten Elementor habe ich ja letztes Jahr im September ungefähr gespielt. September bis Januar war so die Hardgrind-Session mit meinem Elementor, wo ich ihn von Low 60s bis 130 plus gezogen habe. Und dann eventually 25. Januar war es, glaube ich, 140. Also so ja, 4 Monate roundabout effektiv gespielt, gegrindet. Und ja, ich meine, es ist weit über ein halbes Jahr her, als ich da angefangen habe und gut ein halbes Jahr, als ich jetzt hier zum Beispiel bei Yetis und Augus und bla 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 war. Und ja, manche Sachen haben sich verbessert. Blinkpool, nur Cooldown, wenn du es auch tatsächlich benutzt und so. Ja, ich will es nicht alles aufzählen, würde zu lange dauern. Es haben sich Sachen verbessert, keine Frage. Aber teilweise sind es wirklich noch die gleichen nervigen Probleme, die man schon beim ersten Mal hatte. Also was jetzt aktuell extrem nervt, gleich mal nachschauen. Das ist jetzt glücklicherweise nicht passiert, weil ich es jetzt überhaupt nicht auf dem Schirm hatte. Aber was aktuell tatsächlich sehr nervig ist, jeden Tag Disconnects, jeden Tag random Disconnects, wo einfach Leecher disconnecten. Das siehst du dann nicht sofort, dann verliert der XP in der Zeit, die musst du irgendwie wieder nachholen oder die fehlen dir dann einfach. Wird natürlich auch nirgendwo ausgeglichen oder so. Dann teilweise richtig dumme Port-Bugs. Gut, liegt vielleicht auch ein bisschen im High-Ping. Ich meine, man spielt ja permanent mit einem 50er, 60er Ping. Wo man das auf Bobo-Ding wahrscheinlich teilweise auch gemacht hat. Da wird es einem einfach noch nicht angezeigt. Muss wahrscheinlich auch dazu sagen. Aber ja, so teilweise einfach richtig unnötige Sachen. Und was ich dann jetzt halt auch wieder hatte, sind halt wieder diese Hindernisse. Das ist auch ein ewiges Thema mit Elementor und Blinkpool, dass die einfach Hindernisse angesagt werden, wo halt einfach verflixt nochmal keine sind. Und ja, man neigt dazu, immer dem Spiel die Schuld zu geben. Und ja, zugegeben, manchmal, oft ist es vielleicht auch tatsächlich nicht so gerechtfertigt. Jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt gestorben wäre, wäre meine Schuld gewesen, weil ich aus Versehen einen Klick nach vorne gemacht habe und deswegen einen Schritt auf die Monster zugegangen bin, statt einen Schritt zurück. Habe aber noch rechtzeitig reagiert. Was ohne GT nicht möglich gewesen wäre. Ohne GT wäre ich safe gestorben. Genau. Ja, okay, manchmal ist es nicht gerechtfertigt. Aber Highlights, die ich am 10.06. hochgeladen habe, Stream-Highlights vom 10.06., da könnt ihr es euch angucken, da ist es drin. Da habe ich einen Tod bei Yeti und ich klicke hier durch so einen Schneehügel quasi, einen viel kleineren als den hier. So einen richtig kleinen Schneehügel,
klicke ich quasi durch den Hügel sozusagen, also ich würde mich quasi mit Blinkpool durch den Hügel Blinkpoolen. Aber der Hügel an sich ist ja nichts anderes als einfach Boden. Das heißt nichts anderes, wie was ich jetzt gerade gemacht habe. Also einfach einen Schritt nach vorne Blinkpoolen. Einen großen Schritt nach vorne. Und dann sagt der mir einfach, du kannst wegen eines Hindernisses nicht angreifen. Zack, boom, tot. Zack, boom, tot. Und das ist kein Einzelfall. Also das sind, ja, es sind gewisse Stellen. Es ist passiert selten, weil das wirklich so verflixte Stellen sind. Man kennt sie dann irgendwann. Aber es gibt immer noch so bescheuerte Positionen, wo du einfach wegen schlechtem Game Design stirbst. Und da kannst du nichts dafür. Es ist einfach falsch. Da ist ein Hindernis, wo kein Hindernis sein sollte. Das heißt, da ist irgendwas misplaced. Oder es ist aufgrund eines Posi-Bugs. Das kann natürlich auch sein, dass dein Charakter tatsächlich woanders steht, als es dir angezeigt wird. Und du deswegen auf ein Hindernis klickst, das du nicht siehst. Aber dein Charakter steht eigentlich woanders. Und deswegen, ja, das ist auch eine Möglichkeit. Aber in dem Fall war das unmöglich, weil ich war auf einer komplett freien Fläche. Und da war einfach nichts. Da war auch keine Berry. Da war keine Pflanze, da war einfach absolut gar nichts und ich bin deswegen gestorben, weil da ein Hindernis war, wo keins war. Und solche Sachen, ja, ist es nur ein Beispiel, aber eins, was halt sehr aktuell ist und mich schon getriggert hat, weil, wie gesagt, man kann oft sagen, okay, war ich doch irgendwie schuld, wenn man sich nochmal anguckt im Nachhinein. Manchmal merkt man auch vielleicht gar nicht, wenn man vielleicht gerade im Chat irgendwas gelesen hat oder so, warum man jetzt eigentlich tatsächlich gerade gestorben ist. Aber dann gibt es halt auch die Fälle, wo es einfach klipp und klar an dem Game liegt. Und in vielen Dingen hat sich da einfach nicht wirklich viel verbessert. Wie gesagt, das Hauptaugenmerk ist Blinkpool, wenn man es wirklich mal verkackt oder wenn man wirklich ein ungerechtfertigtes Hindernis vor der Nase hat, man hat nochmal diese zweite Chance, weil es eben jetzt keinen Cooldown mehr gibt, wenn es nicht gecastet wurde. Also wenn es tatsächlich nicht funktioniert hat, dann kannst du es nochmal casten. Das hilft. Aber wo kein Hindernis ist, zum Beispiel, und du stirbst deswegen, super nervig. Und ja, das mit den Disconnects, wie gesagt, das ist so eine andere aktuelle Problematik. Gut, das kann man jetzt nicht wirklich vergleichen. Das war jetzt damals auf Bodeng nicht wirklich ein Problem, dass man da permanent Disconnects hat, aber es ist jetzt aktuell ein Problem. Also ich sag mal so, das Spiel macht einem schon trotzdem noch immer die Probleme. Teilweise die gleichen wie vorher, teilweise neue, die es natürlich auch nicht angenehmer machen zu spielen. Und ja, wie gesagt, ist, was das angeht, schon ein bisschen frustrierend, weil man dann halt sauer ist wegen Sachen, die man halt wahrscheinlich irgendwie fixen könnte, die eigentlich vielleicht hätten verbessert werden sollen oder verbessert werden hätten sich können, gute Deutsche. Und das ist einfach nervig. Und das zieht natürlich die Stimmung runter und ja, kann man aber schlecht verhindern, wenn man so absolut im Grind ist und dann stirbt man und dann kann man sich nicht resten, weil dann stehen 5 Argos auf der Leiche und bla bla bla. Ich meine, da ist es schwierig, positiv zu bleiben in dem Moment. Muss man auch sagen. Keine Ahnung, was das gerade für ein Red Drop war. Habe ich ihn aufgehoben? Nope. Okay. Schaue ich noch schnell nach. Es waren Navi-Gauns tatsächlich. Damn. Nicht schlecht, nicht schlecht. Aber ja, dann verabschiede ich mich, indem ich diesen Mineral Catcher mir hier noch mitnehme und sage danke euch fürs Zuschauen. Schaut auf jeden Fall im Livestream vorbei. Link in der Beschreibung. Und ja, was das andere Thema angeht, wieder Videos. Diese Woche müsste es eigentlich wieder normal losgehen, hoffentlich. Und ja, schaut auf jeden Fall auf dem YouTube-Channel wieder regelmäßig vorbei. Bis dahin, haut rein und ciao, ciao.